So, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Webinar in 2017 zum Thema Agile in ARIS. Mein Name ist Andreas Schopphoven, ich bin Marketing-Manager bei der Software AG. Bei mir darf ich heute Markus Wolf von unserem Partner der Business Process Experts GmbH begrüßen. Markus, bist du da? Immer noch? Kannst du mich hören? Ja, hallo. Perfekt. Noch eine technische Sache vorab. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele Teilnehmer heute haben, können während der Präsentation keine Zwischenfragen gestellt werden. Über das Chatfenster haben Sie aber jederzeit die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Diese werden gesammelt und am Ende des Webinars beantwortet. Das war es schon von meiner Seite. Ich würde dann das Wort gerne an Markus Wolf übergeben und wünsche uns einen interessanten Vortrag. Markus, bitte schön. Ja, danke vielmals für die einleitenden Worte. Ja, mein Name ist Markus Wolf. Herzlich willkommen nochmal in meinem Namen, im Namen der Business Process Experts zu diesem Webinar Agile in ARIS. Ja, ARIS, der Name steht ja für Prozessdesign. Wie passt nun Prozessdesign mit agilen Projektmethoden zusammen? Das ist das Thema, das wir heute beleuchten werden. Und damit es noch ein bisschen spannender von der philosophischen Seite wird, werden wir das auch anhand eines Beispieles im Rahmen eines SAP-Projektes zeigen. Das heißt, wir bringen auch noch das Thema Agil und Standardsoftware mit hinein. So, was kann das Webinar heute beantworten? Wir werden uns der Frage stellen, warum ist ARIS ein gutes Tool, um agile Projekte abzuwickeln? Agile Methoden sind ja vor allem gekennzeichnet auch durch einen relativ pragmatischen und einfachen Ansatz von Projektmanagement-Werkzeugen. Anhand eines Beispiels mit der Scrum-Methodologie, die ja eine der bekanntesten agilen Methoden ist, werden wir sehen, dass ARIS diese Methode weiter ergänzen kann, speziell wenn es darum geht, was ja heute auch häufig die Realität ist, dass wir Projektteams haben, die virtuell an verschiedenen Standorten gemeinsam zusammenarbeiten müssen und sich nicht 5 Tage die Woche an einem Ort gemeinsam treffen können. Wir werden sehen, dass ARIS uns hilft, die Transparenz und auch den Fortschritt klar zu kontrollieren, wie verschiedene Projektteams gut ausgesteuert werden können und eine wesentlicher Faktor auch, wie wir denn die verschiedenen Bereiche miteinander verknüpfen können und trotzdem den Benutzern eine einfache Oberfläche zur Verfügung stellen können, wie sie in den Projekten hin und her navigieren. Wenn Sie von traditionellen Projektmanagement-Methoden, also vor allem vom Wasserfallmodell kommen, dann kennen Sie ja das Klassische, wir haben eine Designphase, wir erzeugen einen Blueprint, dann geht man hinein in eine Entwicklungsphase, wo die Interaktion dann auch mit den Geschäftsbereichen, mit den Endanwendern relativ gering ist und irgendwann kommt man dann ja, mit dem fertigen Produkt heraus und dann kommt meistens ein bisschen die Überraschung auf beiden Seiten und man geht dann in die Test- und Trainingsphasen. Der agile Ansatz versucht hier einfach die zwei Bereiche viel näher und konsequenter aneinander zu bringen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht am Anfang trotzdem die Fragestellung haben, was will man in einem Projekt eigentlich erreichen und einsetzen.
Bloß die Art und Weise, wie man es umsetzt, ist halt in kleineren Schritten, die immer wieder eine Interaktion und eine Anpassung an die neuen Erkenntnisse und an das Gelernte ermöglichen. Das heißt, wir haben über die Zeitachse einfach ein verstärktes Verständnis, sowohl was die Implementierung auf Systemebene angeht, als auch was für Notwendigkeiten aus dem Business entstehen, um die Transformation zu dem neuen System, zu neuen Prozessen zu bewerkstelligen. Der agile Prozess erlaubt es uns also, viel später kritische Entscheidungen zu treffen, als ich das in einem Wasserfallmodell machen muss, wo ich meistens die Organisation überfordere, einen Blueprint abzunehmen, Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie eigentlich die Möglichkeiten des Systems kennen, ohne dass sie sich lang genug damit vertraut gemacht haben. Das versucht der agile Ansatz zu durchbrechen. Das heißt, ich kann mit jedem einzelnen neuen Inkrement, wie das zumindest in der Scrum-Methodologie benannt wird, das heißt nach jedem einzelnen Entwicklungsphase, das Produkt mir neu ansehen und hier dann die wesentlichen Fragestellungen für die nächste Phase beantworten. Damit habe ich eine konstante Kommunikation. Und ich involviere beide Seiten, sowohl die Implementierungspartei als auch der eigentliche Geschäftsbereich, der ja dann mit dem System leben soll, ständig in dem Projekt. Und beide können über die Lernphase, die sich durch so ein Projekt ergeben, entsprechende Anpassungen vorführen. Nur ganz kurz. Woher kommt der Name Scrum? Das kommt aus dem Rugby, aus dem Scrummage. Wie man an dem Bild auch sehr schön sieht, ja, das Typische, wir stecken unsere Köpfe zusammen und haben einen gemeinsamen Teamaufwand, um auch ein gemeinsames Ziel zu erreichen. So. Woran besteht nun jetzt wirklich der Vorteil? Wie können wir Unsicherheiten reduzieren? Unsicherheiten reduzieren wir in der Kombination von Scrum und ARIS, vor allem durch das Zusammenwirken und das Zusammenspiel von Prozessdesign und der Implementierungsmethodik und den eigentlichen Arbeitsschritten. Ich kann mich immer wieder überprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Pfad. Ich bin sehr skalierbar, weil ich eben das Ganze nicht nur papierbasierend oder an einem Standort gebunden habe, sondern mir ARIS auch die Möglichkeit gibt, das wirklich in einer sehr verteilten Umgebung durchzuführen und trotzdem nicht den Überblick und die Transparenz zu verlieren. Und schlussendlich das Versprechen von agilen Methoden ist auch die Priorisierung auf das zu machen, was wirklich auch Wert generiert für die Organisation. Das heißt ganz kurz, der klassische Scrum-Ablauf, und das Bild ist für viele von Ihnen sicherlich nicht neu. Das heißt, wie funktioniert die Scrum-Methode? Die Scrum-Methode setzt an auf einem sogenannten Product Backlog. Das heißt, hier ist bereits auf einer relativ konkreten Ebene beschrieben, was das Projekt in Summe liefern soll. Also die Annahme, dass es keine Commitments zu Scope und Zeit in agilen Projekten gibt, ist schlichtweg falsch. Ich kann nicht einfach ein agiles Projekt starten. Ich habe immer eine Vorphase, die mir hilft, den
schaffen, das Produkt zumindest bis zu einem gewissen Grad so zu beschreiben, dass man dann auch weiß, was man umsetzen möchte. Bloß die Umsetzung erfolgt dann nicht in einem Schritt, sondern in kleinen Paketen, überschaubaren handlichen Paketen. Durchschnittliche Durchlaufzeit eines sogenannten Sprints ist 3 bis 4 Wochen. Das also durchaus zum Beispiel für Projekte, für SAP-Projekte ein vernünftiger Zeitraum ist. Das heißt, es wird einfach der Gesamtscope der Systemimplementierung in einzelne Pakete heruntergebrochen, in den Sprint Backlog, der dann auch in dieser Zeitphase von 3 bis 4 Wochen abgearbeitet werden kann. Am Ende dieser 3 Wochen entsteht dann ein theoretisch lauffähiges, auslieferbares Produkt. In unserem Beispiel SAP heißt das natürlich nicht, dass wir alle 3 Wochen ein SAP-System live setzen. Da heißt es eher, wir haben jetzt einen Stand, den wir auch in ein Qualitätssicherungsumfeld überführen können und dort weiter testen können. Der Management-Overhead für die Projektleitung soll sehr gering und schlank gehalten werden. Das heißt, wir haben täglich einfach kurze Stand-up-Meetings, 15 Minuten die Scrum-Meetings. Und wir werden da auch noch Beispiel dafür sehen, mit einem einfachen Burndown-Chart relativ rasch sehen, ob wir noch im Zeitplan sind oder ob es Bereiche gibt, wo man eingreifen muss. Am Ende dieses Sprints wird eben das Produkt in einem gemeinsamen Meeting, wo man durchaus auch dann Vertreter der Geschäftsbereiche mit einlädt, vorgestellt. Und man kann aus dem heraus dann auch immer gleich ableiten und ein Feedback hineingehen, wo gehen wir hin, muss man hier irgendwo was klarstellen, muss man vielleicht gewisse Prozesse noch etwas ändern und das Verständnis, das hier gewonnen wird, reift einfach über die Zeit und hilft, das Produktdesign zu verbessern. Zusätzlich sieht die Methode auch den Retrospektiv vor. Das ist ein kurzes Feedback-Meeting mit allen Teilnehmern, um über den Ablauf, die Art der Zusammenarbeit und solche Dinge zu sprechen und hier einfach Verbesserungen hineinzubringen. So viel zu Scrum, jetzt aber zu ARIS. Dafür sind wir auch in diesem Webinar. Das heißt, wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, wo natürlich ganz stark ARIS schon steht und wo Sie es wahrscheinlich auch selbst gesehen hätten, ist die Beschreibung des eigentlichen Produktes, was möchte ich erzielen. Das können Sie und haben Sie wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit mit ARIS gemacht. Das heißt, hier können Sie ganz klar Ihre Geschäftsprozesse designen. Und beschreiben in einem klassischen Architekturmodell von verschiedenen Ebenen, was wir gerade bei ERP-Projekten oder CRM-Projekten gerne einsetzen, ist hier die End-to-End-Methode, also Prozesse ganz klar End-to-End darzustellen, die verschiedenen Geschäftsmodelle in so einem Ablauf darzustellen, aber das Ganze geht natürlich auch mit anderen Modellierungsmethoden, wenn Sie in Richtung SOA denken, wenn Sie auch nur ein Prozesshaus erstellen, haben Sie hier die Anforderungen erfasst. Diese müssen dann in kleinere Pakete geschnitten werden, die dann einzelne Business-Funktionen beschreiben, die auch einzeln umgesetzt werden können in ebenso kürzeren Zeitabschnitten. Daraus ergibt sich ein schöner Stapel an Anforderungen und hier ist dann dieser Value Adding, also dieses Wertversprechen der Scrum-Methode zu sehen,
dass man auch dann eine Priorisierung vornimmt und diese Funktionen zuerst umsetzt, die auch am meisten Mehrwert generieren. Gut. Was Sie hier sehen, ist ein Beispiel aus unserem Referenzmodell, wie so eine Beschreibung, eine End-to-End-Beschreibung eines Prozesses aussehen kann. Ich habe hier ein Beispiel gewählt aus dem Bereich Einkauf, Einkauf eines Produktions- und einer Produktions- und Verkaufsware, wo Sie also eine Wertschöpfungskette sehen, welche Prozesse hintereinander ablaufen, um eben diesen Prozess von der Anforderung bis zum schlussendlichen Zahlen des Lieferanten abzudecken. Diese werden beschrieben, hier haben Sie Scope-Definitionen und der Vorteil, den ARIS bietet, ist, dass Sie über die Occurrences, also über die Ausprägungsmöglichkeiten, den gleichen Prozess ja auch in anderen Geschäftsfällen einsetzen. Also wir haben hier den Prozess des Prozessieren einer Bestellanforderung gewählt als Beispiel. Der kommt jetzt nicht nur vor, wenn Sie Produktionsmaterial beschaffen, sondern auch in anderen Beschaffungsszenarien, wo Sie zum Beispiel Büromaterial oder irgendwelche anderen Verbrauchsmaterialien, die nicht direkt in diese Produktion oder in den Vertrieb einfließen, beschaffen. Das heißt, der Vorteil in ARIS haben Sie in der Beschreibung, dass Sie eine Wiederverwendung haben über die Occurrences, die Ihnen helfen, den einzelnen Prozess im Kontext der verschiedenen Geschäftsfälle zu sehen und diese Transparenz herzustellen. Diese Transparenz hilft uns im nächsten Schritt dann ganz wesentlich, das Gesamtbild im Auge zu behalten und die Anforderungen für all diese verschiedenen Geschäftsfälle auf diese Funktion zu brechen. Sie haben in vielen Projekten einfach das Problem, dass Sie von der prozessualen Sicht, von den Geschäftsfällen, von Ihren Businessmodellen oder auch von der Ausprägung von verschiedenen Standorten und Organisationseinheiten aus anderen Dimensionen kommen, als dass eine einzelne Funktion ist, die Sie dann eben zum Beispiel in einem ERP-System, das ja funktional modular aufgebaut ist, umsetzen müssen. Und diese Übersetzung zwischen den beiden Ebenen, die hilft Ihnen ARIS in Kombination mit der Methode durchzuführen. Das heißt, wie sieht das aus? Dieser eine Prozess, das Prozessieren einer Bestellanforderung, wird jetzt angereichert, um Informationen, Sie sehen das hier auf der linken Seite, die Anforderungen an das System definieren aus der Geschäftssicht. Wir haben hier die Anforderungen gelistet, dass wir zum Beispiel einen Genehmigungsworkflow haben möchten, damit eben Bestellanforderungen, die im System eingegeben werden, auch entsprechend von den verschiedenen Stufen im Management auch freigegeben werden. Weiteres Beispiel, ja, Manager sind viel unterwegs, soll auch in einen mit mobilen Geräten gehen. Ich muss auch Dokumente mitschicken können, damit der Prüfer auch sieht, was das geht. Das sind Business Requirements, die man aufnehmen kann zu einzelnen Prozessen. Wie detailliert Sie mit diesen Prozessen gehen im Design, ist dann die Frage, wie viel Zeit investieren Sie hier vorab in das Prozessdesign.
Zukunft bewegen Sie sich hier eben auf einer Architekturebene, die so Level 2, wenn man also angeht, also wo ich noch von einer Prozesskette spreche. Auf der anderen Seite sind das ja Anforderungen an das System, aus dem Business heraus, die funktionalen Anforderungen. Aber wir haben auch ganz klar Regeln, die entweder neu zu definieren sind aufgrund von Prozessänderungen oder eben im Unternehmen schon vorgegeben sind. Und die werden ebenfalls auf dieser Ebene erfasst. Und aus diesen beiden Informationen und dem Prozessmodell, wie genau der Ablauf denn aussehen soll, das sehen Sie in der linken Ecke, hier in diesem Beispiel als BPMN dargestellt, aber natürlich kann das genauso eine EPK oder andere Darstellungsmethoden sein, verbinden Sie dann Anforderungen, Geschäftsregeln, Ablauf und die Verknüpfung, den Kontext mit den einzelnen Szenarien und können daraus einfach die einzelnen Backlog-Items definieren und die herunterbrechen. Das sehen Sie im unteren Teil, wo wir also hier ganz klar sagen, die ersten beiden, wir implementieren diesen Prozess eben aus einerseits dem Zusammenhang des Einkaufens in Supply Chain Materialien, aber wir haben hier ein Prozessmodell gesehen. Es gibt ja auch noch mehr. Wir kaufen ja auch ein und lassen das gleich liefern, also machen irgendwelche Streckengeschäfte. Aber der ganze Prozess muss auch funktionieren, wenn das im Rahmen eines Serviceeinsatzes funktioniert. Also hiermit können Sie in den Backlogs ganz klar zusammenschreiben und vernünftige Pakete bilden. Wie groß soll denn ein solches Arbeitspaket sein? Das zweite ist eben dann, was mache ich mit meinen direkten Aufwandsbeschaffungen, und hier auch wieder eine Sondervariante mit dabei. Was ist es, wenn es sich dabei um ein Anlagevermögen handelt? Workflow noch einmal als separates Work Package hier als Beispiel, um einfach zu sehen, manchmal ist der Happen einfach zu groß, um das wirklich in 3, 4 Wochen abzuarbeiten. Dann kommt eben ein funktionaler Split. Beziehungsweise, das ist ein konkretes Beispiel aus einem Projekt, mussten wir auch hier Rücksicht nehmen, dass wir für die Integration mit mobilen Applikationen hier noch technische Voraussetzungen schaffen mussten. Das heißt auch, wenn der Workflow schon stand, die Implementierung der mobilen Applikation auf einen späteren Sprint planen mussten. Diejenigen von Ihnen, die mit der Scrum-Methode vertraut sind, ein Backlog-Item ist im Prinzip ganz simpel, laut der Konzeption im Scrum, auf einer Karte darzustellen. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Backlog-Item ist nichts anderes wie ein Kärtchen. Da steht auf der einen Seite der Use Case. Also, in welcher Art will ich die Funktion denn einsetzen? Und wenn man die Karte umdreht, steht dann dahinter die sogenannte Definition of Done. Das heißt, wann bin ich der Meinung, wenn ich etwas bekomme, ist es auch erledigt, das ist das, was ich erwarte. Genau das gleiche, simple Konzept wenden wir jetzt in ARIS an. Bloß dadurch, dass wir das im System digital haben, ist es anders wie ein Kärtchen, eben auch in einer virtuellen Umgebung entsprechend für jeden sichtbar und nutzbar. Und hier auch ganz klar der agile Ansatz sagt, wenn ich etwas implementiere, dann teste ich es auch. Was wir allerdings natürlich bei größeren Projekten haben, ist, eine einzelne Funktion kann individuell getestet werden, ist auch früher bekannt als Unit-Test so betrieben worden. Ich muss natürlich schon auch gerade bei Standardsoftware dann auch noch Ableitungen treffen. Was ist denn in einem späteren Zeitpunkt in
in einem komplexeren Szenario im Rahmen von Functional Integration Tests, also funktionale Integrationstests, Systemtests oder auch User Acceptance Tests und solche Dinge abzuleiten. Das heißt, auch hier kann man ganz klar sukzessive schon jetzt diese Informationen gewinnen und hier die Integration in ein Testmanagement vorantreiben. Gut, wenn Sie sich erinnern, dann haben wir jetzt die ersten zwei Blöcke erledigt. Das heißt, wir haben zuerst das Design, was wollen wir machen, heruntergebrochen in unseren Product Backlog. Und jetzt geht es darum, den einzelnen Sprint zu planen. Das heißt, wir gehen hier vor, schlagen die Backlog-Items vor nach einer Priorisierung, die wir jetzt erledigen wollen. In agilen Methoden ist sehr viel Verantwortung in die Teams selbst gelegt. Das heißt, in einer Sprint-Planning-Session nehmen die Teams jetzt diesen Backlog der Priorität nach gesondert und brechen ihn herunter, das sehen Sie jetzt dann auf der rechten Seite, in einzelne Tasks. Das sind diese grünen Kästchen, die Sie hier sehen. Und ordnen auch die Ressource zu, die dafür verantwortlich ist, diese umzusetzen. Im Verlauf des Sprints werden dann, und das ist auch wieder 1:1 umgesetzt hier in ARIS, wie das sonst auf dem Papier passiert, wo man das normalerweise mit Sticky Notes macht, verschiebt man einfach seine Task auch in die Spalte in Arbeit oder erledigt, je nachdem wie der Fortschritt ist. Der Vorteil hier im ARIS ist es nicht nur, dass es wieder für jeden generell ersichtlich ist, ob er vor Ort ist oder nicht, sondern dass wir hier natürlich auch technisch die Möglichkeit haben, das auszuwerten und damit hier jederzeit die Transparenz und die Übersicht haben, wie weit wir sind, beziehungsweise natürlich auch ganz einfach Queries oder Reports zur Verfügung stellen oder Suchen zur Verfügung stellen können, damit jeder Mitarbeiter im Projekt auch sieht, welche Task er denn zugeordnet hat, für welche Task er verantwortlich ist. Der große Vorteil, den ARIS hier weiter bietet, und das ist ja ein Problem, das in sehr vielen Projekten mit vielen Projektmanagement-Tools haben, irgendwann verlieren sich die Leute im Detail ihrer einzelnen Aufgaben. Sie haben hier über die Standardnavigation, die ARIS bietet, jederzeit die Möglichkeit, das zurück zum Prozessdesign zu gehen, das Big Picture zu erfassen und hier immer zu sehen, okay, wo kommt denn dieses Backlog-Item her, für welche Prozesse ist es zuständig, in welchen Geschäftsfällen läuft dies ab. Das ist also ein sehr großes Plus, dass man über die tagtägliche Arbeit in einer ganz einfachen Navigation immer wieder zurückkommt zu den eigentlichen Anforderungen und dem Wesentlichen, wo man sich am Anfang einmal darauf geeinigt hat, dass das die Dinge sind, die man benötigt. Diese technische Integration erlaubt es natürlich auch sehr leicht, eben täglich automatisch Auswertungen zu machen über den Stand des Projektes und die Burndown-Charts zu erstellen und generieren. Das können Sie, so wie auf der linken Seite als Beispiel dargestellt, dann ganz einfach aus Daten, die automatisch aus dem ARIS extrahiert worden sind, im Excel vornehmen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, wenn Sie Mesh-Zonen einsetzen, die Darstellung, wie wir das rechts gemacht haben, auch darüber abzuwickeln oder eben die Daten mit jedem anderen Tool grafisch aufzubereiten. Der Vorteil, das jederzeit aktuell zu haben ist, dass man diese Information zum Beispiel auf dem Team dann in den Scrum-Calls mitgibt.
vergessen, mein Merk-Package auf erledigt zu setzen. Oder, wie wir hier links sehen, wir sind etwas hinten nach. Vielleicht sollten wir doch Gas geben. Was sie in diesem Fall ja dann auch wirklich getan haben, sodass sie am Ende dann sogar etwas ahead of schedule waren. Das rechte Beispiel, weniger schön zum anzusehen, ich meine jetzt nicht optisch, sondern das ist bewusst ein gewähltes Beispiel, wo wir klar sehen, hier haben wir bei einem Team Probleme. Es passierte die ersten Tage gar nichts. Und das ist einfach auch ein gutes Hilfsmittel für das Projektmanagement, jederzeit zu sehen, hier ist ein Zeitpunkt, wo ich eingreifen muss, wo ich dann einfach auch agieren muss. Das war ein Fall, wo man eben, was leider auch in Projekten passiert, aufgrund von Krankheit und anderen Prioritäten, die vom Management vorgegeben worden sind, die Ressourcen einfach nicht mehr in der Lage waren, das zu tun, wo sie sich vorher noch dazu committed haben. Also ganz klar, auch ein Scrum, auch eine agile Methode schafft hier nicht die Abhilfe dieser Situation und solche Dinge passieren, aber sie sehen es einfach und sie müssen nicht warten, bis sie in einem wöchentlichen Status-Meeting dann die Information bekommen, dass was nicht weitergeht oder eben auf den Flurfunk vom Flurfunk abhängig sind. Sie haben also die sofortige Transparenz mit dieser Methode. So, das war jetzt ein Durchlauf. Wie gesagt, das ist ein konkretes Beispiel anhand eines SAP-Projektes, das wir auch mit einem Kunden erfolgreich durchgeführt haben. Das ist nicht nur Theorie. Wir haben hier ein Projektteam, das auf mehrere Standorte verteilt sind, Consultants, die auch, und da muss man auch der Realität ins Auge schauen, nicht, wie es gerne die Scrum-Methode vorschreibt, zu 100% dem Projekt zugeordnet sind, weder auf Kundenseite noch die Consultants. Das heißt, hier hat uns das Tool sehr dabei geholfen, dieses globale Team mit auch über Remote trotzdem zentral zu steuern und am Projekt zu Geschehen teilhaben zu lassen. Wir haben über unsere Burndown-Charts, über Queries und einfache Mittel die Möglichkeit, hier ständig die Transparenz zu haben, wo sind wir, wo stehen wir, wie viele Backlog-Items zu gewissen Geschäftsprozessen sind denn schon erledigt und was haben wir noch vor der Brust. Das heißt, Sie brauchen hier auch nicht intensive Unterstützung in Form von ARIS-Report-Programmierung. Ein, zwei Reports sind vielleicht immer recht hilfreich. Die Queries, die ARIS im Standard zur Verfügung stellt, helfen hier auch schon sehr viel, wenn man einmal gewisse Fragestellungen aus dem Projekt beantworten möchte. Wir haben über verschiedene Phasen, also das Ganze wurde eingesetzt sowohl in einer Template-Phase als auch dann bei den Rollouts. Wir haben hier je nach Phase mit verschiedenen zusammengestellten Projektteams gearbeitet, also nicht nur mit einem Team, sondern wir hatten mehrere Sprint-Teams und konnten über diese Methode auch die Aufgabenstellungen sehr gut zuordnen. Das kann man einerseits bei weniger Teams machen, indem man einfach die verschiedenen Sprint-Backlogs auf die Teams aufteilt. In der Template-Bildphase war es etwas komplexer. Da haben wir noch einen Zwischenweg über ein Cluster-Modell gewählt, um die Backlog-Items auch zu clustern. Die einfache Navigation
von der einzelnen Task bis hin zum Prozessdesign bzw. umgekehrt auch vom Prozessdesign herunter, was muss denn erledigt werden und wo stehen wir, ist definitiv ein Plus. Man kann hier sehr, sehr einfach sich die Informationen holen und durch die Automatisierung eben auch automatisch diese Burndown-Charts erzeugen. Ich bin überzeugt, der größte Vorteil in der Kombination von ARIS, BBM und der agilen Methode ist allerdings den großen Vorteil, dass es mir bietet, im Herunterbrechen eines Designs in einzelne Arbeitspakete und das Verfolgen dieser Arbeitspakete und das auch dynamisch anzupassen. Das heißt natürlich mit dem Einsatz mit der Weiterentwicklung von einzelnen Funktionen ergeben sich Erkenntnisse. Manchmal mussten wir das Design ändern, weil der Prozess halt doch so nicht geht oder im Standard sogar bessere Möglichkeiten bietet. Andererseits gab es auch einige Bereiche, wo man am Anfang sich noch nicht so klar war im Design und dann auch wirklich gesagt hat, ja, wir starten mit einem 80% Design und verfeinern das über die Implementierungsphase hinweg. Natürlich müssen Sie das nicht nur mit End-to-End machen. Wie gesagt, Sie können auch SOA-Methodologien anwenden, wenn Sie mit Capabilities arbeiten. Auch das sind Objekte, die Sie im ARIS, im Standard modellieren können und dann unterstützt werden und an denen Sie dann diese agile Methode anhängen können. Wer ARIS von früher kennt, diese Flexibilität kam vor allem mit ARIS 9, mit den Flexible Data Models. Hier ist es extrem einfach, Anpassungen durchzuführen und das, diese Methode hier jetzt mit auf ARIS umzumünzen und abzubilden und auch kleine Anpassungen auch immer wieder durchzuführen, um also die Spezifika des jeweiligen Kunden entsprechend abzudecken. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen kurzen Abriss geben konnte, wie denn nun ARIS und agile Projektmethoden zusammenpassen und würde dich, Andreas, jetzt bitten, dann in Richtung Frage und Antwort die nächste Phase dieses Webinars zu eröffnen. Sehr gerne. Vielen Dank für deinen Vortrag, Markus. Es war auch sehr interaktiv während deines Vortrags. Sind einige Fragen eingegangen. Ich würde auch gleich starten. Benötigen alle Projektmitglieder eine ARIS-Schulung? Ja, die ARIS und die Navigation im ARIS ist einfach. Das heißt, wir können während im Projekt mit einer, sagen wir mal, einstündigen Einarbeitung in die Methode und dem Handling des Tools bereits für die Projektmitarbeiter den Stand herstellen, den sie benötigen, um ihre tägliche Aufgabe zu erfüllen. Und das Lesen von Prozessmodellen erfordert auch keinerlei zusätzlichen Schulungsaufwand. Das heißt, nein, Sie müssen Ihre Mitarbeiter nicht alle in ein ARIS-Training schicken. ARIS-Training ist für die notwendig, die die Prozessmodellierung im Vorfeld des Prozessdesigns machen. Für diese Aufgaben, die hier sich aus der agilen Methode ergeben, braucht man kein echtes Training, da reicht einstündige Informationsveranstaltung, die wir allerdings auch in unseren Projekten auch mit ein bisschen Methodentraining verknüpfen. Das heißt, der reine ARIS, wie mache ich es denn, wie melde ich mich an, wie navigiere ich, wie verschiebe ich ein Kästchen, naja, Maus drauf, rüberschieben und das war's. Also das ist wirklich nur eine Sache von einer
halbe Stunde und dann weiß jeder, wie er navigiert und wie er sich zurechtfindet. Okay. Die nächste, wie kann Testmanagement in dieses Konzept integriert werden? Ja, Testmanagement, die Scrum-Methodologie sagt ja, ich habe ein Inkrement, also ein bereits auslieferbares Produkt. Das heißt, der erste Test ist mit im Sprint integriert. Und Sie haben es vielleicht auch gesehen, bei den Aufgaben in unserem Beispiel war auch ganz klar eine Aufgabe dabei, für diesen Ersttest entsprechend auch die Vorgaben zu geben. Was natürlich, wenn wir jetzt gerade von einem ERP-System sprechen, ja auch bedeutet, ich muss Materialstämme, Kundenstämme oder so Dinge bereitstellen. Weitere Tests, was wir gemacht haben, ist, dass wir im Rahmen des Reviews dann auch die Anforderungen an andere Tests abgeleitet haben. Das können Sie dann entweder auch im ARIS erfassen, Sie können es über irgendwelche Testmanagement-Software erfassen oder auch als reine Excel-Liste oder Testprotokolle entsprechend erstellen, um hier auch die Aspekte von Integration mit hineinzubringen. Das heißt, es ist durchaus eine ebenso im Ansatz angedacht, hier auch über den Projektverlauf, über die einzelnen Sprints entsprechend immer mehr Erkenntnisse für spätere Testphasen durchzuführen. Weil Sie werden nicht nur einen Unit-Test haben, wenn Sie ein SAP-System live setzen wollen. Es werden auch andere Tests bis hin zu Regression-Tests, wenn wir von Rollout sprechen, hinzukommen. Hier bietet aber der Review eine gute Möglichkeit, diese Dinge abzuleiten und auch viele Informationen aus dem integrierten Unit-Test mit in das Testmanagement zu übernehmen. Okay, noch eine weitere Frage zum Testen. Zu welchen Zeitpunkten kommen Tester an die Testbasis, in Klammer Anforderungen, gerade auch in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit, AFOS, Testfälle, festgestellte Defects? Okay, also die festgestellten Defects im Rahmen des Sprints sollten ja sofort gelöst werden. Das heißt, der agile Ansatz ist ja der, dass das Team in der Lage ist, die Fehler, also das Paket wirklich fehlerlos abzuliefern. Der Vorteil bei den späteren Integrationstests, funktionalen Integrationstests, Systemintegrationstests oder auch irgendwelche End-to-End-Tests oder Rollout-Tests ist, dass man zu diesem Zeitpunkt dann die Verknüpfung zum Geschäftsprozess hat, mit welchen Mitteln Sie ein Defekt oder Bugfixing-Tracking machen, da stehen Ihnen die Möglichkeiten offen. Sie können aber immer auch hier die Referenz zu den einzelnen Prozessen herstellen und somit auch die Historie verfolgen, was wurde damals gemacht, beziehungsweise auch sicherstellen, dass im Bugfixing dann nicht irgendwelche Aspekte aus anderen Abläufen, die jetzt nicht in diesem Testfall berücksichtigt waren, übersehen werden. Was ja auch ein häufiges Problem ist, dass man zwar das eine Problem gelöst hat, aber damit eigentlich einen neuen Fehler produziert hat. Okay. Also auf Folie 10 warst, wurde gefragt, welcher Modelltyp aus ARIS wird hier verwendet? Folie 10 war die Folie 10, wo wir die Geschäftsanforderungen
und die Regeln bzw. die Backlog-Items darstellen, das ist ein Functional Location Diagramm, das dem einzelnen Prozess zugeordnet worden ist. Mhm. Das ist eben ein bekannter Modelltyp, der dafür verwendet wird, zusätzliche Informationen zu einem Prozess zu definieren, die das Hauptbild einfach zu unübersichtlich machen würden. Sie können das natürlich auch anreichern mit zusätzlichen Informationen, wenn Sie jetzt in einem anderen Projekt vielleicht weniger nur mit einer Software beschäftigt sind, können Sie zum Beispiel verschiedene Systeme zuordnen, die das unterstützen. Oder auch KPIs zuordnen, wenn hier mehr eine Management-Sicht auch gewünscht ist. Okay. Können mehrere Personen den Status ihres Arbeitspaketes gleichzeitig anpassen? Also, es können mehrere Personen parallel am System arbeiten und den Status ihrer Pakete entsprechend anpassen. Ja, rate davon ab, zu versuchen, die Struktur so starr zu machen, dass man über Zugriffsregeln verhindert, dass irgendjemand den Status eines anderen verändern kann. Das ist auch bei der Scrum-Methodologie, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben dieses Board an der Wand in einem Projektraum hängen, dann kann auch jeder hingehen und meine Task nehmen und sagen, nein, die ist nicht erledigt, ich schiebe die wieder zurück. Das ist mehr eine kulturelle Sache zu sagen, na, verändern tut immer der vorne mit dem Namen drin steht, aber die parallele Pflege ist möglich und macht das Ganze entsprechend auch einfach. Ja. Okay. Dann eine Frage zur Granularität der Burndown-Charts. Wie weit kann man dies verfeinern? Zum Beispiel Prozentwerte anstelle Status, in Process, Complete und so weiter. Prinzipiell setzt uns hier ARIES keine Grenze. Ich kann natürlich bei jeder Task ein Attribut vorsehen, wo ich sage, ich gebe meinen Prozentwert ein. Das widerspricht allerdings ganz klar der Logik, die agilen Methoden vorgeben, die sagen, die Teams arbeiten in Selbstverantwortung und sind auch motiviert und sollten sich nicht damit beschäftigen, wie sie denn irgendwelche Statusreports machen und ob das jetzt 20% oder 30% sind. Also die Einfachheit in diesem Konzept ist eigentlich einer der Schlüssel. Und trotzdem gibt einem das Burndown-Chart zumindest ein gewisses Gefühl, wo man steht. Das ist auch ein Lernprozess, ganz klar, wenn Sie von anderen Projektmethoden kommen oder in dem Unternehmen andere Projektmethoden bisher eingesetzt waren. Das ist auch ein Prozess, dem Management und den Stakeholdern entsprechend hier zu vermitteln. Wir machen eine einfache Methodik. Prinzipiell das Burndown-Chart sagt nur, alles was erledigt ist, also das kennt nur schwarz und weiß, alles was erledigt ist, geht hinein, was nicht erledigt ist, geht nicht hinein. Gut, die nächste. Wie wird ein Team-Backlog in ARIES abgebildet? Wird eine Priorisierung abgebildet? Also wir haben den Weg gewählt, dass wir die Priorisierung über ein Attribut im Backlog-Item abgebildet haben. Hier bietet sich an, je nachdem, wie erfahren die Leute mit den Scrum-Methoden sind, das entweder nach Fibonacci zu machen
oder eventuell leichter nachvollziehbare Dinge zu machen, wo man halt einfach sagt, okay, was schätzt man denn, wie viel Aufwand hat so etwas und wie viel Wert liefert ein Backlog-Item. Und darüber kann ich die Priorisierung wählen. Das heißt, über den Wert steuere ich, welche Dinge ich zuerst machen möchte, und über eine Aufwandsattribut sehe ich dann auch, wie viel kann ich mir denn zumuten in einem Sprint, was ich zuerst mal prinzipiell als Backlog hineinstelle. Kann auch durchaus sein, dass man aus dem Aufwandsaspekt heraus dann sagt, ich muss ein Backlog-Item einfach doch nochmal splitten. Und natürlich ist es bei den Prioritäten auch so, dass sie nicht immer nur das machen können, was am meisten wertschöpfend ist. Natürlich haben sie ein paar grundsätzliche Funktionalitäten oder, wenn man in Richtung ERP geht, auch grundsätzliche Einstellungen vorzunehmen, die jetzt per se nicht sehr wertschöpfend sind, aber ohne die gar nichts passiert. Das heißt, in den Prioritäten muss man natürlich schon auch ein bisschen als Backlog-Owner verstehen, was sind die Notwendigkeiten und die Abhängigkeiten des Systems. Aber am einfachsten geht es über Attribute, da kann man auch sehr, sehr gut darstellen, kann man sich auch einblenden auf dem Bildschirmen, sodass jeder auch sieht, wo ist er, und was wäre denn jetzt wirklich das, was man vorziehen sollte. Danke. Die nächste. Welcher Grad liegt zu Beginn des ersten Sprints fest? Testbasis in Klammer Anforderungen. Zu Beginn des ersten Sprints steht zumindest grob das Gesamtdesign fest. Was wollen wir machen? Was ist zu erzielen? Das brauche ich auch, um zumindest grob abzuschätzen, ist denn die Anzahl der Ressourcen und die Laufzeit, die wir haben, sprich, ist das Budget, die Rahmenbedingungen für das Projekt, sind die realistisch, dass ich am Ende auch das bekomme, was ich haben will und mir erwarte. Ansonsten, am Anfang des Sprints steht bei jedem Backlog-Item eine Definition of Done und der Use Case, und die gemeinsam beschreiben ganz klar, was in diesem einen Sprint zu erzielen ist. Wenn Sie also sehr komplexe Fragestellungen haben, die Sie über einen längeren Laufzeit runterbrechen, dann müssen Sie sich diese Gedanken vor jedem Sprint machen. Der Vorteil ist, dass Sie durch das Feedback, das Sie im Sprint Review erhalten, hier eben die nächsten Backlog-Items ableiten können und verfeinern können. Das heißt, es ist nicht jedes Backlog-Item bis zum Ende schon beschrieben. Ich muss natürlich als Verantwortlicher für den Product Backlog immer so einen Sprint voraus sein. Das heißt, während des ersten Sprints bearbeite ich dann, was im zweiten steht. Aber die Backlog-Items sind beschrieben und Definition of Done und Use Cases sind klar detailliert, sodass jeder was versteht. Spätestens zum Zeitpunkt der Sprintplanung, wo das Team also diese Dinge übernimmt, sich durchliest, in einzelne Aufgaben herunterbricht, muss jede dazu offene Frage geklärt werden. Kann natürlich sein, dass man aufgrund von Input von irgendwelchen Experten dann noch einmal die Formulierung zu diesem Zeitpunkt ändert, aber dann war es das auch. Es sollte während des Sprints nicht mehr notwendig sein, noch einmal zurückzugehen und zu sagen, das müssen wir noch einmal umschreiben, was wir da eigentlich liefern wollen. Also das soll wirklich die Ausnahme bleiben. Danke. Können Storypoints angegeben werden? Entschuldigung, kannst du die Frage wiederholen? Können Storypoints angegeben werden? Storypoints können mit angegeben werden. Ja, also wie gesagt, das
Das flexible Datenmodell ermöglicht es, hier Anpassungen zu machen, was man darstellen will und was man zu welchem Zeitpunkt repräsentieren möchte. Ob das jetzt Storypoints sind, ob das Use Cases sind in der Beschreibung, ob wir hier Attribute über irgendwelche Werte oder Aufwände haben, das kann flexibel angepasst werden. Das sind auch nicht hunderte Tage Aufwand, sowas anzupassen. Also das macht ein ARIS Consultant ganz schnell, und ist auch von dem her dann für jeden transparent und kann auch in den Ansichten sofort mit angezeigt werden. Okay, so, last but not least, die letzte derzeit gestellte Frage. Welche ARIS-Version brauchen Teammitglieder, Designer, Viewer, Publisher oder Connect? Also die Teammitglieder können über verschiedene Varianten arbeiten. Auch das Connect erlaubt es, diese einfachen Veränderungen vorzunehmen, wie eben den Status zu verschieben. Das kann ich über Connect machen. Ich brauche keine Designer-Lizenzen dafür. Diejenigen, die natürlich detaillierter mitarbeiten, sprich die Sprint-Backlogs vorbereiten bzw. den Product-Backlog definieren, die brauchen entsprechend die Rechte, um das Design durchzuführen. Ja, super. Kamen jetzt keine weiteren Fragen mehr hinzu. Dann denke ich, sind wir am Ende angelangt. Wenn Sie Bedarf an weiteren Informationen haben, Sie sehen unsere Kontaktdaten eingeblendet, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Darüber hinaus erhalten Sie von mir im Nachgang die Aufzeichnung dieses Webinars, die gezeigte Präsentation von Herrn Wolf als PDF, damit Sie das in ruhiger Minute nochmal durchgehen können. Ich danke mich dann noch recht herzlich für Ihre Teilnahme. Markus, dir auch nochmal vielen Dank für deinen Vortrag. Und ich denke, dann bleibt nur noch eine angenehme Mittagspause zu wünschen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Denke, auf Ja, Wiederhören. Ciao, Markus. vielen Dank auch Ja. von meiner Seite und ja, wünsche Ihnen auch ein wohlverdientes Mittagessen. Super, bis dann. Ciao.